Das Blöken der Lämmer. Es gehört zu den Klischees von Neuseeland. Knapp 26 Millionen Pelztiere, sie sind ein Exportschlager. Aber auch ein Problem, das zum Himmel stinkt. Und deshalb sollen sie jetzt umweltfreundlicher werden. Diese Schafe hier rülpsen und furzen für den Klimaschutz. In der Versuchsanlage hinter mir wird der Ausstoß von Methangasen der Tiere gemessen. Die Idee dahinter ist, die Schafe, die vergleichsweise wenig Methangase ausstoßen, sollen am Ende weitergezüchtet werden. Diese Schafe müssen heute für eine Stunde in die Versuchskammern der Forschungsfarm in Berkagel. Und sie sollen dabei das machen, was sie immer tun. Jede Menge dicke Luft produzieren. Das klimaschädliche Methangas nämlich, das direkt aus dem Magen kommt. Wissenschaftlerin Suzanne Rove hat sich das Projekt sozusagen aus der Luft gegriffen. Aber erstmal räumt sie mit einem Missverständnis auf. Es geht um die Rülpser. 90% des Methangases kommt vorn beim Schaf raus. Deswegen sind wir wirklich daran interessiert, was sie ausatmen. Denn das zeigt die Verdauung, die im vollen Magen passiert, in den Pansen. Mit diesen kleinen Messgeräten findet sie heraus, welche der Schafe den besten Atem haben und welche besonders stark aus dem Mund riechen. Ich messe immer wieder die Atemluft in der Kammer und vergleiche das mit all den anderen Schafen hier. So kann ich dann eine Rangliste erstellen. Denn einige Tiere verdauen etwas anders und stoßen viel mehr Methangas aus als die anderen. Und wir wollen die herausfinden, die am wenigsten ausstoßen. Und die werden dann weitergezüchtet. Seit 11 Jahren hat die Wissenschaftlerin bereits die Mission, die zum Himmel stinkt. Und nach 3 Generationen atmet ihre Herde inzwischen 13% weniger Methangas aus als am Anfang des Versuchs. Bei Methangas können wir sehr schnell etwas bewirken. Wenn wir das Methangas in der Atmosphäre verringern, haben wir sehr schnell eine Veränderung. Bei CO2 dagegen ist das eher langfristig zu sehen. Deswegen ist das eine Riesenchance für Viehzüchter, eine echte Veränderung zu bewirken. Etwa eine Stunde entfernt von der Versuchsstation liegt die Farm von Leon Black, Schafzüchter in der 4. Generation. Er ist einer der ersten Bauern, der das Verfahren der Wissenschaftlerin in die Praxis umsetzt. Er züchtet Schafe mit dem besseren Atem. Ihm war wichtig, dass die nicht nur weniger Mundgeruch haben, sondern trotzdem noch viel Fleisch und Wolle abwerfen. Ich hatte immer die Hoffnung, dass ein effizienterer Wiederkäuer mit einer effizienteren Maschine sozusagen mehr Energie für Milch, für die Wolle, für Fleisch frei hat. Und das scheint in der Tat so zu sein. Wir suchen Tiere heraus, die die Nahrung besser verdauen, weniger Methan ausstoßen und besser wachsen. Das ist eine Win-Win-Situation. Solche Win-Win-Situationen werden dringend gebraucht im Land der Schafe, das unbedingt bis 2050 klimaneutral werden will. Die Regierung investiert deshalb inzwischen Millionen in die Entwicklung neuer Technologien in der Landwirtschaft, wie hier auf dem Campus in Palmerston North. Neil Wedlock arbeitet seit 15 Jahren an einem weiteren vielversprechenden Projekt, einer Impfung gegen Methangase im Magen von Tieren, Schafen genauso wie Kühen. Ein Gamechanger für die weltweite Viehzucht wäre das, so der Wissenschaftler. Denn die Nachfrage nach Fleischprodukten steige weltweit eher. Neil Wedlock steht vor einem Durchbruch und hofft, dass die Spritze gegen die klimafeindlichen Rülpser in wenigen Jahren marktreif ist. Wir arbeiten seit geraumer Zeit daran und wir machen gute Fortschritte. Wir haben schon nachgewiesen, dass man Tiere impfen kann und sie Antikörper gegen Methanogene produzieren. Wir haben in Versuchen nachgewiesen, dass sie genug Antikörper produzieren, dass sie theoretisch alle Methanogene im Magen umschließen können. Eine Kuhdiät mit Kombucha. Auch die Privatwirtschaft arbeitet an Lösungen zur Reduzierung des Methangasausstoßes, wie etwa das neuseeländische Unternehmen Fonterra. Der Nahrungsmittelzusatz Kombucha oder Teepilz vergärt im Labor zu einer Limonade für die Kuh.
Der Aha-Moment kam, als wir die Ergebnisse unseres ersten Kuhversuchs zurückbekommen haben und nachweisen konnten, dass die Tiere bis zu 20% weniger Methan ausscheiden. Wir machen auch noch andere Versuche, aber das war der Aha-Moment. Pupsende Kühe und rülpsende Schafe sind echte Klimasünder. Hier in Neuseeland sind sie für 90% des Ausstoßes von Methangas verantwortlich. Der Regierung stinkt das gewaltig und sie hat sich deswegen zwei Strategien überlegt, um das zu ändern. Kombucha oder Anti-Rülpser-Spritze sind das eine. Aber auf die wollte Ex-Premierministerin Jacinda Ardern nicht warten und legte sich für ihre Klimaziele mit den Bauern an. Ihre regierende Labour-Partei will, dass die Methangase von Kühen und Schafen bis 2050 um sage und schreibe 47% sinken. Deshalb sollen die Farmer ab 2025 eine Emissionssteuer zahlen. Oder auch Rülps- und Furzsteuer, wie manche spöttisch bemerken. Eine Weltneuheit, die Sinn mache. Neuseelands Landwirte werden die Ersten sein, die Emissionen reduzieren. Das verschafft unserem wichtigsten Exportmarkt einen Wettbewerbsvorteil, denn die Verbraucher in der Welt werden anspruchsvoller, wenn es um die Herkunft ihrer Lebensmittel geht. Doch längst nicht alle können die Idee der Regierung riechen. Steck dir die Furzsteuer in den Arsch. Und ja, eure Furzsteuer stinkt. Viele Farmer fürchten die Kosten und das Ende der Landwirtschaft, dem wichtigsten Exportsektor Neuseelands. Auch der Präsident der Vereinigung Federated Farmers, Andrew Hoggart, ist stinksauer. 2 Jahre lang habe er mit der Regierung verhandelt. Neuseelands Ziele seien unrealistisch. Farmer wie er stünden vor der Wahl, weniger zu produzieren, ihre Herden zu verkleinern oder sogar beides. Die Steuer wird global zu mehr Treibhausgasen führen, nicht weniger. Denn die Milch von diesen Kühen hier produziert 0,8 Kilogramm CO2 pro Kilo Milch. Der Weltdurchschnitt liegt bei 2,4. Das ist doch ein Riesenunterschied, wo wir sind und der Rest der Welt. Wenn wir die Produktion hier in Neuseeland reduzieren, wird jemand anderes die Produktion hochfahren, weil die Nachfrage da ist. Und wenn dann mit einem größeren ökologischen Fußabdruck produziert wird, ist doch nichts gewonnen. Dann macht der Planet Rückschritte. Tatsache bleibt, die Landwirtschaft produziert die Hälfte aller Treibhausgase in Neuseeland. Wir Bauern müssen noch mehr tun, gibt Schaffarmer Leon Black zu. Doch die geplante Steuer der Regierung findet er ungerecht. Die Technologien, die den Landwirten entscheidend helfen könnten, seien noch nicht da. Mit viel Einsatz und mehr Zeit seien vielleicht irgendwann mal 20% weniger Methangas drin. Aber bis dahin hätten Neuseelands Bauern einen Wettbewerbsnachteil. Wenn es nicht plötzlich eine magische Impfung oder Wunderpille oder sowas gibt, sehe ich nicht, wie 40% plus an Einsparungen von Treibhausgasen möglich sind, ohne einfach Tiere abzuschaffen. Und wenn ich hier Asphalt legen lasse, erhitzt das die Erde 14 Mal so viel. Niemand will das. Klar ist da noch Luft nach oben, aber die 40% oder 50% der Regierung sind magischer Bullshit. Ich bin total enttäuscht. Ich bin für Wissenschaft und keine Träumereien. Very, very disappointed. I like science, not dreams. Yeah. Zurück auf der Versuchsfarm von Wissenschaftlerin Suzanne Rove. Sie kann die Bedenken der Farmer nachvollziehen, aber sie sieht auch das Potenzial in ihren Superschafen. Warum manche Tiere weniger rülpsen als andere, das weiß die Biologin zwar bisher nicht. Aber die Zucht der Wenigrülpser ist erfolgreich. Das sei entscheidend. Wir wissen noch nicht, wo die Grenze ist. Wir wissen nur, dass wir hier mit unseren Herden bei der Zucht sehr schnell Fortschritte machen. Mit 2 bis 3% weniger Methangas pro Jahr. Das ist bemerkenswert. Wir denken, dass wir in 5 bis 10 Jahren die Menge an Methangas zwischen 5 bis 10% reduzieren können. Between 5 and 10%.
Und was bei Neuseelands Schafen schon funktioniert, soll nun auch bei anderen Wiederkäuern getestet werden. Demnächst sollen auch Kühe für ein besseres Klima pupsen, aber vor allem rülpsen.